drittens, nach dem Motiv, das gesucht wurde, nach diesem Motiv, ja, was hat er für einen Beweggrund gehabt? War er Frauenhasser, war er Rassist, war er Horror-Videokonsument, war er Ego-Shooter-Spieler, war er pervers, war er ein Versager, wurde alles aufgeführt, alles hat nicht gestimmt. Meines Erachtens gab es ein Motiv, er stand unter dem Einfluss von Antidepressiva. Bis heute wissen wir nicht, wie die Behandlung von Tim K. ausgesehen hat. War es eine Gesprächstherapie oder war es eine Antidepressiva-Behandlung? Ich habe mich mit Psychologen unterhalten. Die haben mir klipp und klar gesagt, Menschen, die depressiv sind, Tim K. war es, sogar nach seiner eigenen Beschreibung, werden zumeist mit Antidepressiva behandelt. Und jetzt schauen Sie nach, was es für Auswirkungen hat, Nebenwirkungen. Es hat genau diese Nebenwirkungen, Antidepressiva, die die Zeugen vor Ort sagen, die Tim K. bei der Schussausführung gesehen haben. Hochkonzentriert, aggressiv, emotionslos, teilweise auch orientierungslos. Es sind exakt die Nebenwirkungen von Antidepressiva. Bis heute ist es nicht geklärt. Das scheint das einzige Motiv zu sein, das wirklich greift. Bis heute wissen wir auch darüber nichts. Ich sage Ihnen auch warum. Die Psychologen werden Teufel tun, ihnen das auf die Nase zu binden. Weil sonst könnte man sie genauso zur Verantwortung ziehen, wie Vater Jörg K., der durch Fahrlässigkeit die Waffe seinem Sohn zugänglich gemacht hat. Das scheint für mich der einzige Schluss und der logische Schluss zu sein. In meinem Buch habe ich eben 60 dieser Fragen gestellt, die dezidiert auf die Fakten und Indizien sich berufen, die nicht von mir kommen, sondern von den Medienkollegen, die recherchiert haben, von den Behörden, von meinen Insider-Informationen aus Ermittlerkreisen oder anderen Kreisen. Wir fordern auf einen minutiösen Tathergangsverlauf an allen Tatorten. Es muss klipp und klar sein, von Minute zu Minute, was hat Tim K. gemacht, welche Patrone passt zu welchem Schuss, hat welches Opfer getroffen. Das haben wir bis heute nicht. Einen minutiösen Tathergangsverlauf. Wir wollen eine lückenlose Dekonstruktion der Ereignisse, die nachvollziehbar ist. Gab es tatsächlich Projektile nur aus einer Waffe oder eben nicht? Wie sehen die tatsächlichen Obduktionsergebnisse aus? Wie sehen die Behandlungsmethoden von Tim K. aufgrund seiner Depression tatsächlich aus? Es liegt nun an den Verantwortlichen der Politik, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der Gerichtsmedizin und der Psychiatrie, diese offenen Fragen in Bezug auf den Amoklauf von Binnenden und Wendlingen wahrheitsgemäß zu beantworten. Sie alle schulden den Hinterbliebenen, den Betroffenen, aber auch der in die Irre geführten Öffentlichkeit endlich diese Antworten, diese Wahrheit. Nicht nur um den eigenen Seelenfrieden zu finden, habe ich geschrieben, sondern damit wir auch das nächste Mal ein Emstetten, ein Erfurt, ein Winnenden, ein Wendlingen verhindern können. Ich fordere hiermit alle Kollegen auf, machen Sie die Recherchen, die ich gemacht habe, oder stellen Sie die Fragen, die ich aufgestellt habe. Fragen Sie die Ermittler, fragen Sie die Behörden, fragen Sie alle nach und hoffen Sie auf die Antworten. Nur so können wir Aufklärung finden. Und vor allen Dingen, es muss politische Verantwortlichkeiten geben. Ein Herr Rech ist in seinem Amt nach diesem Fall Amoklauf in Winden und es sei klipp und klar meines Erachtens nicht mehr haltbar. Es sind Politiker zurückgetreten wegen ganz anderen Geschichten. Eine Frau Käsmann zu Recht wegen 1,5 Promille. Aber das, was hier geschehen ist, ist unglaublich. Diese Ermittlungsplanung. Da muss sich Herr Rech politisch verantwortlich zeigen. Dankeschön. Noch eine Zusatzbemerkung zu den Antidepressiva-Behandlungen. Kollegen, die jetzt nach dem Drogenscreening fragen werden, sind bei ihnen Spuren festgestellt worden. Denen ist zu sagen, dass er auch noch Nebenwirkungen haben kann, Monate nach Absetzen dieser Drogen. Das hat also Herr Grant in seinem Buch auch nochmal beschrieben. Also die kurze Antwort suchen, sind Drogenspuren gefunden oder nicht, stand ja unter Einfluss, der Beschluss ist nicht richtig. Also die Obduktion hat laut scheinbar ergeben keinen Einfluss von Medikamenten, aber das können Sie alles nachrecherchieren, ich habe es ja auch gemacht, Sie können es genauso gut wie ich. Es ist so, wenn Sie Antidepressiva absetzen, Tim K. hat seine Behandlung abgebrochen, das ist überall veröffentlicht worden, das heißt, er könnte, wenn er Antidepressiva genommen hat, also diese Antidepressiva-Behandlung abgebrochen haben, sind diese Nebenwirkungen, man spricht von Entzugs- oder Absatzerscheinungen dieser Medikamente, wirksam noch teilweise bis zu Monate später. Und diese Wirkungen setzen sofort ein. Das ist ganz wichtig. Also auch wenn man keine Spuren gefunden hat, heißt es nicht, er hat keinen Antidepressiva genommen. So viel dazu. Das ist eine ganze Menge.
zu Anfang gesagt, wir haben eine groteske Häufung grotesker Informationslücken. Und ich glaube nicht, dass ich Ihnen zu viel versprochen habe. Wir haben uns, nachdem wir sozusagen die Anwärmphase, die mediale Anwärmphase zum morgigen Gedenktag erlebt haben in der Berichterstattung, stellten fest, dass die Kollegen es nicht für nötig hielten, eine der Sachfragen zu stellen, aber alle viel über die Trauer der Opfereltern berichtet haben, die ja menschlich verständlich ist, die nicht nur berechtigt ist, sondern das ist natürlich, das passiert, man verliert einen nahen, lieben Menschen und trauert darum. Als wir das festgestellt haben, haben wir uns entschlossen, den Rücktritt des immer noch amtierenden Innenministers Recht zu fordern, weil eben diese genannten Lücken und Pannen und offensichtlichen Falschdarstellungen existieren und kein Innenminister mit einer solchen Anhäufung eigentlich überleben kann.